Hallo, ich bin's, Danny vom Ersatzteilshop. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei eurer AEG-Waschmaschine die Motorkohlen austauschen könnt, wenn sich der Motor nicht mehr dreht. Zuerst baut ihr natürlich von eurem Gerät die Rückwand ab. Als nächstes entfernt ihr den Riemen. Und wenn ihr hier schaut, habt ihr links und rechts jeweils zwei Schrauben. Von vorn die zwei sieht man relativ gut. Aber in gleicher Höhe direkt dahinter befinden sich nochmal zwei Schrauben. Diese ganzen Schrauben müssen natürlich entfernt werden, denn wir müssen zuerst den Motor ausbauen. Schaut auch bitte, dass kein Kabelbinder mehr die Kabel am Gerät hält, sodass ihr den Motor dann nach hinten herausschlagen könnt. Wenn der nach unten fällt, das macht dem Motor nichts, davon geht er nicht kaputt. Als nächstes zieht ihr dann den Stecker vom Motor ab. Die gehen manchmal etwas straff. Und auch noch den Stecker vom Schutzleiter. Und schon könnt ihr den Motor herausnehmen. Und hier hinten seht ihr die Motorkohlen. Wenn die verschlissen sind, dreht sich natürlich logischerweise der Motor nicht mehr. Ich habe es mir etwas einfacher gemacht, habe mir den Motor mit nach oben genommen und baue jetzt einfach mal die Motorkohlen ab. Es sei noch dazu gesagt, dieser Motor ist nicht defekt. Die Motorkohlen haben halt noch ausreichende Länge. Aber ich möchte euch das gern mal demonstrieren. Jede Motorkohle ist links und rechts mit je einer Schraube gesichert. Das sind normale Kreuzschlitzschrauben. Die dreht ihr komplett heraus und schon könnt ihr die Motorkohlen abnehmen. Das, was ihr vorne seht, das, was beweglich ist, ist die Motorkohle. Und bei den meisten Geräten, wenn die verschlissen sind, sind die noch so circa 5 mm lang. Dann haben sie keinen ausreichenden Kontakt mehr auf den Anker und sollten ersetzt werden. Wenn ihr dann die neuen Kohlen aufgesetzt habt, schraubt ihr sie einfach wieder fest. Ich mache es immer so, dass ich den Motor zuerst neben das Gerät lege, den Stecker anstecke und einen Probelauf mache. Konnte ich euch mit diesem Video helfen, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, diesem Video einen Daumen nach oben gebt und mir bleibt nur noch zu sagen, ran ans Werk!